Es war im Juli, also es war heiß auf jeden Fall an dem Tag, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Der Melder hat geklingelt. Brand Ausortsstufe 2 und mehr wusste ich zu Hause nicht. Ich bin dann in die Feuerwache geradelt. Wir waren relativ wenig Kameraden, wir waren dann letzten Endes zu viert auch nur an diesem Vormittag. War dann klar am Alarmmonitor, dass es sich um eine Rauchentwicklung im Wald in der Nähe der Vergärungsanlage handelt. Aber es stand auch dabei noch, dass es ungefähr 200 Meter in Richtung Warmbronn von der Autobahn entfernt ist. Die Alarmmeldung war natürlich dann schon so, oh, das hatten wir jetzt noch nicht. Und klar hatte man zu der Zeit die ganzen Waldbrände aus anderen Bundesländern ein bisschen im Hinterkopf und gedacht, okay, jetzt mal interessant, was mich da wohl erwarten wird. Die Abteilung Lehrenberg war mit unterwegs, die Abteilung Gebersheim, die Abteilung Höfingen. Also es war auf jeden Fall absehbar, dass wir da nicht allein stehen werden und ausreichend Kräfte vor Ort sind. Was wir hatten, war ein Hubschrauber. Dieser Hubschrauber ist ständig in einem Kreis über diese Einsatzstelle geflogen. In der Anfangsphase gab es überhaupt gar keinen Sprechkontakt zu dem Hubschrauber. Wir haben dann quasi nur über die Flugbewegung des Hubschraubers es ein bisschen eingrenzen können. Also die Stimmung war natürlich dann schon so ein bisschen angespannt, weil man irgendwie wusste, hey, Waldbrand, das breitet sich aus, es war knochentrocken. Und wir sind da in diesem Wald mit diesen zwei Fahrzeugen rumgekreuzt und es war irgendwie klar, dieses Feuer breitet sich wohl offensichtlich aus. Und wir finden es einfach nicht. Wir haben keine Idee, wo es ist. Wir sind dann nochmal umgedreht und nochmal Richtung Warmbronn gefahren und haben dann diesen Brandgeruch nochmal wahrgenommen. Und dann habe ich mich einfach spontan entschieden, wir halten hier an, ich steige hier aus und ich gehe einfach querfeldein in den Wald rein. Ungefähr auf, denke ich mal, halber Strecke zwischen der Kreisstraße und dem Wirtschaftsweg habe ich dann auch die Rauchentwicklung gesehen. Es war eine Mini-Lichtung dort im Wald und ich habe quasi ein Feuer gesehen, was so im Buschwerk angrenzend von der Lichtung in den Waldbereich schon mit offenen Flammen sichtbar war, aber es hat in erster Linie stark aus dem Boden überall rausgeraucht. Wir haben dann zunächst das Tanklöschfahrzeug abgerufen, weil wir das in den Wald hineinschicken wollten. Was sich dann allerdings als nicht so leicht herausgestellt hat, weil das einfach nur wirklich ein schmaler Waldweg war. Meine Mannschaft hatte zunächst noch die Aufgabe, einfach mit der Kettensäge da ein bisschen Freiraum zu schaffen, damit dieses Tanklöschfahrzeug aus Höfingen quasi da in den Wald mit einfahren konnte. Die ersten Maßnahmen waren eigentlich, dass wir erstmal den nassen Ring gelegt haben, damit das Feuer sich nicht mehr weiter ausbreiten kann und damit einfach klar war, okay, das bleibt bis in dem Bereich, wo es eh schon abgebrannt ist. Wir haben natürlich erstmal allen Kräften Marscherleichterung gegeben, weil jetzt ja einfach nicht mit Feuergefahr für die Einsatzkräfte auszugehen war. Wir haben auch keine Atemschutzgeräte angelegt. Dadurch, dass die Wasserentnahme für diesen Waldbrand durch die D-Schläuche wirklich minimiert ist, mit dem Abfallbehälter Wasser, die haben wir einmal zum Wasserholen geschickt und damit war dann eigentlich die Aufgabe erledigt. Gegen Einsatzende ist dann auch noch von der Polizei ein Brandermittler-Team erschienen. So sind wir quasi als Führungsteam, also mit dem Einsatzleiter und den zwei Abschnittsleitern, dann nochmal die Einsatzstätte begangen. Haben einfach wirklich nochmal abschließend kontrolliert, ob da jetzt auch nicht nochmal irgendwo vielleicht doch noch irgendwas raucht. Wir hatten parallel ja nochmal die Drohne in der Luft, die über die Wärmebildfunktion das nochmal abgeglichen hat. Die Kameradinnen und Kameraden haben parallel die Einsatzstelle zurückgebaut, was natürlich alles auch nochmal kräftezehrend war, weil ja das ganze Material dann eben wieder zur Straße zurückgetragen werden musste. Und dann war es eigentlich für alle natürlich ein kräftezehrender Einsatz, aber wir konnten dann zufrieden die Einsatzstelle wieder verlassen.